gestern Nachmittag. Eine Tragödie auf der A6. Ein PKW, der Richtung Nürnberg unterwegs ist, kommt von der Fahrbahn ab und kracht aus noch ungeklärter Ursache in den Wald. Für den Fahrer des Wagens kommt jede Hilfe zu spät. Er verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Bergung gestaltet sich für die Einsatzkräfte besonders schwierig. Umso unfassbarer, was sich auf der anderen Seite der Autobahn zeitgleich abspielt. Wir haben hier an der Unfallstelle unheimlich viele Gaffer wieder, wie bei vielen schweren Unfällen. Es ist nicht auszuschließen, dass auch das Unfallgeschehen auf der Gegenfahrbahn sich auf Unachtsamkeit im Verkehr begründet. Vermutlich abgelenkt von der eigenen Schaulustigkeit fährt ein Gaffer mit seinem Wagen auf einen anderen auf. Für weitere Verkehrsteilnehmer noch eine Sensation, bei der zum Glück nur eine Person leicht verletzt wird. Laut Polizei wird dieser Unfall von den neuen Gaffern verfolgt und sogar mit dem Handy im Vorbeifahren gefilmt. Von daher ist der Reiz, sich am Leid anderer zu ergötzen, wohl immer noch gegeben. Und wir werden als Polizei das nicht dulden. Die Polizei greift konsequent durch. Folgen für die Gaffer, 100 Euro Geldstrafe und ein Punkt in Flensburg. Zumindest die 4 zur Rechenschaft gezogenen werden sich künftig genau überlegen, ob sie sich und andere durch ihr voyeuristisches Verhalten gefährden.